Ohne größere Zwischenfälle hat der erste Castortransport seit 9 Jahren das Zwischenlager im hessischen Biblis erreicht. Dort soll der Atommüll aus dem britischen Sellafield aufbewahrt werden, bis ein Endlager gefunden ist. Der Zug mit den 6 Behältern war gestern Abend im niedersächsischen Norden Hamm gestartet. Entlang der Strecke gab es einzelne Proteste. Die Bundesregierung ist verpflichtet, deutschen Atommüll aus dem Ausland zurückzuholen.